Wann genau wird im Mesh eigentlich gesteert? Jetzt bei Frag Fritz. Der Ronny hat ein Netzwerk, das aus zwei Fritzboxen und einem Fritz-Repeater besteht und hat das Gefühl, dass seine WLAN-Clients nicht immer optimal verbunden sind. Und fragt sich jetzt, wann, wie oder wo greift denn da eigentlich das Mesh-Steering? Und Ronny, das gucken wir uns mal an. Worum geht es ganz allgemein? Mesh-Steering in einem Fritzbox-Netzwerk, in einem Fritz-Netzwerk sorgt dir das Mesh-Steering dafür, dass Geräte immer optimal verbunden sind, also mit dem bestmöglichen Frequenzband und mit dem bestmöglichen Access-Point. Damit das funktioniert, müssen aber ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Die Endgeräte müssen mitspielen und es gibt noch ein paar Faktoren, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, die wir uns jetzt aber mal angucken. Fangen wir mal an. Wir haben hier fast das gleiche wie der Ronny. Ich habe eine Fritzbox, die hängt im Internet, eine zweite Fritzbox, die damit verbunden ist und an dieser Fritzbox wiederum einen Repeater. Damit jetzt Mesh-Steering überhaupt möglich ist, muss natürlich Mesh aktiviert sein. Also gucken wir in die Fritzbox rein und sehen, jawohl, das ist der Fall. Ich habe eine Fritzbox, die zweite Fritzbox, den Repeater, überall das Mesh-Symbol. Mesh ist korrekt eingerichtet. Es gibt noch eine Voraussetzung, damit gerade das Steering zwischen den Frequenzbändern funktioniert. Dafür gehen wir mal hier auf WLAN, Funknetz. Nämlich, dass in beiden Frequenzbändern der gleiche Netzwerkname, die gleiche SSID verwendet wird. Das ist standardmäßig der Fall. Wenn ihr da nichts geändert habt, super. Ansonsten einfach mal gucken, ob ihr vielleicht doch die unterschiedliche Benennung aktiviert habt. Dann müsstet ihr auf jeden Fall wieder einen Namen für beide Frequenzbänder nutzen. Und dann gucken wir nochmal in den Funkkanal rein. Natürlich muss das Mesh-Steering an sich auch aktiviert sein. Das ist standardmäßig auch der Fall. Funkkanal automatisch. Wenn ihr hierbei was geändert habt, dann guckt nochmal rein bei den weiteren Einstellungen, dass diese Haken zur Verbesserung der Datenübertragung und so weiter dürfen WLAN-Clients halt hin und her gesteert werden, aktiv ist. Weil nur dann werden Clients natürlich im Netz auch hin und her geschickt. Das ist bei mir alles aktiv, also gucke ich nochmal ein Funknetz. Schauen wir uns mal die Clients an, denn die müssen ja auch mitspielen. Eine Voraussetzung ist, dass sie 802.11 V und K können. Da sehe ich hier in der Übersicht, da sehe ich hier schon irgendwas mit 11V, 11, 11KV. Manchmal verschwindet es halt hier hinten, deswegen einfach auf Bearbeiten gehen im Zweifel und nochmal runterscrollen. Da seht ihr dann bei den Eigenschaften, aha, dieses Gerät kann 11K, 11V. Ja, das kann prinzipiell gesteert werden. Denn genau darüber werden diese Informationen geschickt von der Fritzbox. Du wechsel doch mal das Frequenzband oder den Access Point. Das erscheint mir sinnvoller. Aber das Gerät hat immer noch die Entscheidungshoheit. Das heißt, auch wenn die Fritzbox sagt, ich denke, du wärst da besser aufgehoben, kann das Gerät sagen, ich aber nicht. Ich bleibe da, wo ich bin. Dann können wir nochmal eine Empfehlung aussprechen, aber am Ende entscheidet das Endgerät, mit welchem Access Point, mit welchem Frequenzband es sich verbindet. Wann schickt jetzt aber die Fritzbox solche Empfehlungen? Es gibt drei Trigger, die das Steering auslösen. Das erste ist das Performance Steering. Also zum Beispiel, das Gerät hängt auf 2,4 GHz. Übersendet gerade Daten, braucht also viel Bandbreite und die Box sagt, oh, auf 5 GHz würde das viel schneller gehen, geh doch mal hoch auf 5 GHz. Da hast du eine bessere Performance. Das kann auch in die andere Richtung gehen, Overload Streaming. Jetzt kann es sein, dass auf 5 GHz ganz viel los ist und das Gerät macht nicht mehr viel. Dann sagt die Box, du, geh doch mal wieder runter auf 2,4, weil du machst ja gerade eh nichts. Also lass doch mal das 5 GHz Band frei halten. Und dann gibt es noch das RSSI-Crossing, das heißt, ich laufe mit dem Handy durch die Gegend und die Box merkt, ah, es wäre für dich besser, dich jetzt mit dem Repeater zu verbinden, weil du da eine bessere Verbindung hast. Das sind also die Trigger, wann wir steeren wollen. Jetzt gibt es dabei aber noch eine Sache zu berücksichtigen, nämlich den Weg ins Internet. Und auch den gucken wir uns an. Und das ist ja genau das Beispiel bei Ronny, weil da geht es ja darum, dass Geräte näher am Repeater sind, sich aber trotzdem mit dieser Fritzbox verbinden. Das kann halt daran liegen, dass sie nicht gesteert werden können. Das kann daran liegen, dass sie unsere Empfehlung ignorieren. Es kann aber auch daran liegen, dass es tatsächlich besser ist. Denn wir berücksichtigen den Weg ins Internet. Und ein Gerät, das an der zweiten Box hängt, muss ja einfach nur noch zur ersten Fritzbox und kommt ins Internet. Wenn sich das Gerät jetzt mit dem Repeater verbindet, muss es erstmal vom Repeater zur zweiten Fritzbox, dann zur ersten und dann ins Internet. Also selbst wenn die WLAN-Verbindung an sich zum Repeater ein bisschen besser ist, kann es sein, dass insgesamt der Weg Richtung Internet doch ein schlechterer ist. Und deswegen kann es sein, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, dass die Geräte da, wo sie aktuell verbunden sind, Ronny, besser aufgehoben sind als am Repeater.
Ob das jetzt bei dir genau der Fall ist, kannst du nochmal gucken. Schau rein, ob da alle Voraussetzungen erfüllt sind, ob die Geräte 11K und V können und ob es vielleicht doch sinnvoller ist, dass sie einfach in der zweiten Box hängen. Ich hoffe, deine Fragen sind damit auf jeden Fall geklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wie immer ab in die Kommentare. Wir werden sie lesen, beim nächsten Fragwurf vielleicht schon beantworten. Damit ihr die nicht verpasst, Abo, Glocke, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.